Wie gesagt, es geht ein bisschen um die Teile hier oben. Und das sind Waffen. Und Waffenmechanik in EVE. Grundsätzlich gibt es in EVE Online zwei verschiedene Waffenmechaniken. Ja. Es gibt einmal diese Raketenmechanik, also Explosionsschaden, ja, an einem Punkt im All. Und es gibt Turret, also Turmschaden. Das heißt, irgendwelche Waffen, die in eine Richtung gerichtet sind, wie sich ja auch, und in eine Richtung schießen und versuchen, Schaden zu machen. Da gibt es grundlegende Unterschiede. Besondere Bewaffnungen sind auch noch Smart Bombs. Smart Bombs unterfallen unter keinen der Kategorien. Die machen einfach Flächenschaden. Aber Bomben, die ja auch Flächenschaden machen, werden mit der Raketenmechanik bewertet. Nur so der Vollständigkeit halber. Was ich hier garantiert auslassen werde, sind alle möglichen Doomsday-Mechaniken. Ja, also Titan-Bewaffnungen. Solche Geschichten. Gut. Fangen wir vielleicht mit dem Einfachen an. Grundsätzlich hat ein Schiff Bewaffnung, wenn es kämpfen möchte. Beziehungsweise hat auch eine gewisse Größe, wenn es beschossen wird. Alle Daten zu dem Thema Größe und solche Geschichten findet ihr bei Navigation versteckt, beziehungsweise bei Targeting. Warum das Navigation wichtig ist, es geht auch ein Stück weit um die eigenen Geschwindigkeiten und im Zusammenhang mit der Geschwindigkeit auch um sowas wie Drehgeschwindigkeiten, Align-Time quasi und Kleinigkeiten. Eure Größe eures Schiffes, lustigerweise, ist nicht die Meteranzahl, die man findet. Die Größe eures Schiffes ist der Signaturradius. Das ist vielleicht das erste Wichtige an der ganzen Geschichte. Der Signaturradius ist die Fläche eures Schiffes, die ein Waffensystem erfassen kann, beziehungsweise auf die eine Rakete Schaden macht. Je größer der Signaturradius ist, je besser kann man euch treffen. Oder umgekehrt gesagt, ja, wenn ihr es schafft, euren Signaturradius klein zu halten, dann trifft man euch wesentlich schwerer. Gerade Tackler-Schiffe, also nehmen wir jetzt einfach mal einen Interceptor her, ja, die Tac-2-Fregatten zum Tackeln, 93 Meter Größe, wenn der Mikro-Optreff aus ist, nur 30 Meter groß. Die sind sehr klein, das heißt, man trifft sie nicht sehr gut. Wir steigen ein bisschen mit Raketen, weil ich Raketen ein bisschen simpler finde. Hat auch den Vorteil, dass Raketen, sag ich mal, genutzt werden, um gerade kleine Ziele gut zu treffen, vor allem leichte Raketen. Warum? Es ist relativ einfach. Wir nehmen eine Standard-Caracal her. Das Raketenboot der Weltgeschichte, Medium-Schild, Klassiker, wunderbar. Gut. Ich habe eine Caracal. Wir haben gefittete Raketen, also in dem Fall Heavy Missiles. Wir können die auch mal laden. Und ich mache in der Theorie 360 Schaden. Jo, in der Theorie. Raketen, also mal ganz grob gesagt, haben den Riesenvorteil, wenn das Ziel in Reichweite ist, treffen sie das Ziel. Was in Reichweite heißt, sagen wir gleich nochmal, da gibt es ein paar Beschränkungen für. Und Raketen haben den Vorteil, dass sie keinem Tracking, also keiner Turmdrehgeschwindigkeit unterliegen und auch keinem Kapazitorverbrauch beim Schießen. Das heißt, Raketen fliegen immer, die haben eigenen Treibstoff. Und in EVE Online Rakete müsst ihr euch wirklich vorstellen wie eine richtige Rakete. Das ist ein Sprengkopf mit einem Antriebssystem, einer eigenen Lenkung und einer Geschwindigkeit und einem Spritverbrauch. Was heißt das? Ganz grob gesagt, die Reichweite einer Rakete. In diesem Falle, gucken wir mal kurz nach. In diesem Falle die 62 Kilometer maximale Flight Range, maximale Flugreichweite, bedeutet, dass die Rakete eine Flugzeit hat, die abhängig ist von ihrem Sprit. Ja, das heißt, sie fliegt eine gewisse Distanz, irgendwas erspritzt alle und die Rakete verschwindet im Nirvana. Raketen sind relativ simpel, sie treffen oder treffen nicht. Das heißt, wenn die Rakete an ihrem Ziel ankommt, bevor der Sprit alle ist, wird sie zumindest explodieren.
wenn das Ziel weiter als 62 Kilometer Distanz, Flugdistanz der Rakete entfernt ist, wird sie nicht explodieren. Und jetzt kommt der Witz an der ganzen Geschichte. Raketen fliegen einen realen Weg. Was heißt das? Ich habe mir die taktische Übersicht hier angemacht. 62 Kilometer Schussreichweite, das wäre ungefähr hier. Der rote Kreis. Das ist die Schussreichweite meines Schiffes. Wenn ich mit einem Schiff da rausfliege, dauert eine Sekunde, ja, mit einem Schiff da rausfliege, in gerader Linie, dann wird die Rakete diesem Ziel hinterherfliegen. Ja, das ist eine gerade Linie, die fliegt gerade von mir weg. Die Rakete fliegt dem Ziel hinterher mit einer Geschwindigkeit. Ich will das vielleicht nicht schließen, sondern einfach nur minimieren. Raketen haben Geschwindigkeiten. Ach Gott, geht da rein. So, das bedeutet, ich habe in der Info eine Flight Velocity von 9030 Metern bei dieser Rakete. Heavy Misser. Das bedeutet, ein Ziel, das vor mir wegfliegt und schneller ist in der Velocity, in der Geschwindigkeit als 9000 Meter, 9030 Meter, werde ich nicht treffen. Die Rakete kommt nicht hinterher. Außerdem ist dieses Ziel schon längst außer Flugreichweite. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir kommen wieder ran. Zweiter Punkt der Geschichte. Eine Rakete fliegt und explodiert. Das bedeutet, ich feuere eine Rakete ab, sie fliegt ihren Weg hinter dem Ziel her mit einer Geschwindigkeit und wenn sie explodiert, muss sie dieses Ziel treffen. Wenn sie das Ziel nicht trifft, ist das Thema erledigt. So, das bedeutet im Weiteren aber auch, wir fliegen wieder weg vom Ziel, dass die Distanz länger ist. Wieso? Die Rakete fliegt dem Ziel hinterher. Bedeutet, wenn ihr mit der Reichweite von 62 Kilometern ja, auf was schießt und das Ziel fliegt von euch weg, muss die Rakete diesem Ziel hinterherfliegen und damit fliegt sie weiter als 62 Kilometer und wird verhungern, obwohl das Ziel beim Abschuss in eurer Reichweite war. So. Jetzt nehmen wir mal ganz stark an, ich habe eine Rakete abgefeuert, die Rakete ist ihren Weg geflogen und trifft das Ziel. Wenn das Ziel getroffen ist, ja, und dann ist immer noch die Frage, wie schnell bewegt sich mein Ziel und wie stark ist die Explosionsgeschwindigkeit einer Rakete. Das kommt nämlich als nächstes dazu. Die Rakete hat hier unten Explosionsgeschwindigkeit und Radius. Was heißt das? Das heißt nicht nur, dass sie eine maximale Flugzeit hat, die sich errechnet aus dem Sprit, den sie hat, und einer Geschwindigkeit. Also die Flugzeit ist quasi der Sprit, sondern die Geschwindigkeit ist das, was wir gesagt haben, muss hinterherkommen. Nein, wir haben auch noch das Problem, dass diese Rakete, wenn sie aufschlägt, explodiert, an dem Punkt, an dem sie getroffen hat, eine Explosion im Radius von 92 Metern hat und eine Explosionsgeschwindigkeit von knappen 100 Metern. Das bedeutet, sie braucht 2 Sekunden, um sich auf die ganze Fläche auszubreiten. Der Explosionsradius ist vom Symbol her wieder dasselbe wie der Signaturradius. Diese beiden werden übereinander gelegt. Und jetzt vereinfache ich stark und wer die genaue Formel haben möchte, guckt bitte bei Eve UniWiki nach. Die haben das mathematisch aufgeschlüsselt im Feinsten. Aber im Grunde ist es so, dieser Explosionsradius wird über den Signaturradius des Schiffes gelegt. Ja, 2 Kreise übereinander. Der Explosionsradius als kleiner Kreis im Inneren und diese 1000 Meter als Außen. Wir nehmen das hier mal, was einfacher ist. Ja? Und solange das Schiff noch mit seinem eigenen großen Kreis, also solange der Explosionsradius der Rakete innerhalb des Schiffsexplosionsradius liegt, in den 2 Sekunden, in denen sich diese Rakete noch ausbreitet, kriegt das Schiff vollen Schaden. Das heißt, ja, ich habe einen großen Kreis, das ist mein Schiff hier, und einen kleinen Explosionsradius. Das Schiff bewegt sich zwar weg, ja, auch hier, das Schiff bewegt sich zwar weg von einem Punkt, aber solange ich sozusagen diesen Explosionskreis um das Schiff habe, ja, trifft es. Sollte sich aber das Schiff innerhalb der 2 Sekunden, die es Zeit hat, die Explosion sich ausbreitet, aus dem Kreis rausbewegen, ja, also nicht mehr am Punkt der Explosion sein, sage ich mal vorsichtig,
dann trefft ihn schon nicht mehr voll. Das heißt, da wird Schaden abgezogen. Sollte das Schiff kleiner sein, wir haben es gerade eben davon gehabt, dass so ein Tackler keine 200 Meter Signatur hat, ja, sollte das Schiff kleiner sein, trefft ihr es auch nicht voll, weil die Trefferfläche der Rakete gar nicht reicht. Die Hälfte geht ins All. Zum Beispiel. Ja. Und so errechnet sich Missile-Schaden relativ komplex. Also wir nehmen jetzt einfach mal das Schiff, was für uns gegenübersteht. Das ist mein Schiff hier. So. Simulate Fitting. Yes, please. Gut. Jetzt stellen wir uns gegenüber. Wir haben unsere Rakete. Ja, das ist die Rakete der Caracal. Die fliegt diesem Schiff hinterher. Das Schiff hat 200 Meter Signaturradius. Das heißt, wir müssten eigentlich voll treffen, wenn die beiden Signaturradiussen miteinander liegen. Dies gilt aber nur, wenn das Schiff steht. Wenn diese Kondor im All steht, trifft diese Rakete mit 192 Metern die 208 voll. Ja. Dafür muss das Schiff 2 Sekunden still stehen bleiben. Dieses Schiff bewegt sich aber mit fast 4000 Metern die Sekunde. Das bedeutet, es kriegt schon mal nicht mehr den vollen Schaden, weil es sich aus dem Explosionsradius rausbewegt. Ich treffe es noch, aber nicht mehr voll. Raketenmechanik. Gut. Jetzt haben wir festgestellt, eine Rakete wird abgefeuert und muss einen Weg fliegen. Wir haben festgestellt, dass wenn eine Rakete trifft, ja, es darauf ankommt, wie groß euer Schiff als Signaturradius, ja, erscheint. Ja. Wir haben festgestellt, dass eine Rakete, wenn sie getroffen hat, immer noch nicht heißt, dass sie vollen Schaden macht. Und wir haben festgestellt, dass die Geschwindigkeit eines Schiffes im Verhältnis zur Raketengeschwindigkeit Probleme darstellt. So. Und jetzt eine kurze Problematik, die ganz viele vergessen bei Raketenmechaniken. Diese Kondor bewegt sich um mich herum. So. Und jetzt kommt das bisschen, wo es dann mathematisch richtig schwierig wird. Eine Rakete ist jetzt nicht unbedingt intelligent. Sie flieht einem Ziel geradeaus hinterher. Sie macht dasselbe übrigens, also wenn ihr auf Approach drückt, wenn ihr auf Approachen, also ein Hinfliegen drückt, dann flieht euer Schiff ja auch nicht vor das andere Schiff, sondern es zieht den Kreis hinterher. Ihr seht das. Ja? Meine Thorax, also dieser Strahl, ist quasi der Position meines Zieles. Ja? Und meine Thorax versucht hinterher zu drehen. Sie ist zu langsam. Sie kann es nicht einholen. Ich mache nur 300 Meter, 62 Meter, mein Ding 3000. Selbst wenn ich schneller werde, bringt das nicht viel. Ja, ich kriege eine schnellere Kurvenlage hin und ich kann mich aber immer noch nicht annähern. Und so funktioniert eine Rakete auch. Was bedeutet das? Das bedeutet, ihr habt ein Ziel, was um euch kreist. Ich schieße eine Rakete ab und diese Rakete versucht immer in Richtung dieses Ziels zu fliegen und fliegt dabei eine Spirale. So lange, also natürlich hinter dem Ziel her, ne? Also die Rakete fliegt raus und fliegt dann hinter dem Ziel her und fliegt so eine schöne Kurve, bis er irgendwann mal das Ziel trifft. Ja, nächste Thematik. Ist eine Rakete, jetzt habe ich das schon wieder zugemacht, es tut mir leid, wenn eine Rakete abgeschossen wird, fliegt sie die reale Bahn. Da sind wir beim Thema. Heavy Missile Raketen sind schwere Raketen, die relativ langsam sind von der Explosionsgeschwindigkeit her und von Explosionen selber. Das bedeutet, es geht hier noch. 9500, 9000 ungefähr. Ja. Also wir treffen das Ziel irgendwann. Also ich meine, wir haben, was haben wir vorhin gesagt, wir haben 60 Kilometer Flugzeit. 60 Kilometer Reichweite reicht, ne? Also die Rakete ist ja nicht langsam. Das heißt, sie fliegt zwar einen Bogen, in unserem Fall einen Bogen, aber sie wird uns irgendwann treffen. Das Problem fängt da erst an, wenn eure Geschwindigkeit in die Nähe der Raketengeschwindigkeit kommt. Ja, das heißt, zum Beispiel, wenn ich Cruise-Missiles schieße. So, jetzt kommen wir ganz komische Gefilde. Oh, Raven her. Torpedo-Raven, steht drauf.
Wir schießen halt Torpedos statt Cruise-Missiles. So, darf ich vorstellen, das ist ein Torpedo-Raven. Die schießt Torpedos. Überraschung. Ein Torpedo fliegt nur 4000 Meter die Sekunde. Ein Torpedo ist streng genommen eine Rakete in EVE Online. Und unser Torpedo fliegt nur 4000 Meter die Sekunde. Das bedeutet, wenn ich ein Torpedo abfeuere und obwohl er 60 Kilometer Reichweite hat, dank dem neuen Patch, ja, würde er diese Condor vermutlich nicht treffen. Warum nicht? Er fliegt 4000 und ein bisschen, die Condor orbitet. Das heißt, diese Rakete fliegt mit 4000 knapp hinterher. Das heißt, sie eiert hier raus, eiert hier rum und versucht da irgendwie ranzukommen. Die Distanz ist gar nicht das Problem, aber die ständigen Korrekturen und dann hinterher. Und dann muss er noch einholen. Die Condor wäre knapp drin, das heißt, ich würde sie vermutlich gerade so noch treffen, aber ist ein Kampf. Von dem Explosionsradius von Torpedos reden wir gar nicht erst. Generell gilt dabei bei Raketen immer, kennt eure Waffe. Ja, schießt ihr Torpedos, was ja die Schlachtschiffwaffen sind. Ja, die großen Waffen. Wollt ihr vielleicht nicht mit kleinen Zielen kämpfen? Kurzer Überblick über Raketensysteme selber. Raketensysteme gibt es verschiedenste. Raketensysteme gibt es verschiedenste Systeme wie bei allem in EVE Online. Auch bei Raketen gibt es die Regelung, es gibt verschiedene Typen. Das Problem bei Raketen ist, dass sie aufgeteilt sind. Bei Turrets ist es immer so, bei Türmen, es gibt immer eine Nahkampfvariante und eine Fernkampfvariante. Das gilt bei Raketen auch. Nur dass Raketen, als Fernkampfvariante immer die vorherige Waffenstufe übernehmen. Was heißt das? Das heißt, Light Missiles, leichte Raketen, hier, werden abgeschossen von Fregatten und Zerstörern. Ja. Das ist deren Bewaffnung, leichte Raketen. Schnelle, kleine Raketen, die gut treffen. Sehr schön. Klassische Fregattenbewaffnung oder Zerstörbewaffnung. Die nächsthöhere Stufe sind Kreuzer und Schlachtkreuzer. Schleuzer und Schlachtkreuzer. Warte, scratch that. Nochmal von vorne. Light Missiles, die kleinen Waffen mit hoher Reichweite. So muss es heißen. Guter Trefferwahrscheinlichkeit. Die Nahkampfwaffen bei kleinen sind die Rocket Launcher. Die darf man nicht vergessen. Die Nahkampfbewaffnung mit mehr Schaden. Fregatte. Dann geht es weiter, dass man sagt, man hat in der nächsten Stufe kommt eine neue Nahkampfbewaffnung dazu. Ja, und eine Fernkampfbewaffnung. Und das Lustige daran ist, die Nahkampfbewaffnung in der Kreuzerstufe ist nicht irgendwas Tolles Neues, sondern das sind Rapid Light Missile Launcher. Das heißt, sie schmeißen die Raketen einfach schneller zum Schiff raus. Ja, ist die Nahkampfbewaffnung, also mehr Schaden pro Sekunde, aber nicht so hohe Reichweite im Vergleich zu dem Heavy Missile Launcher und die schweren Raketen, die dann bei den Kreuzern erst eingeführt werden, haben die höhere Reichweite, machen aber dafür weniger Schaden. Und die Krux an der ganzen Geschichte ist das, dass Rapid-Bewaffnungen, Rapid Light, Rapid Heavy, Rapid Torpedo-Bewaffnungen sehr lange nachladen. Ich meine, das sind die längst nachladendsten Waffen im Spiel. Unglaubliche 30 bis 35 Sekunden. Ist ein bisschen nervig. Lustigerweise teilen sich aber diese Rapid-Bewaffnungen den Nahkampfbereich bei den Kreuzern mit den Heavy Assault Missiles. Das bedeutet, da wird nochmal neue Klassifizierung eingeführt. Das heißt aber unterm Strich, dass Raketenboote, abgesehen von den kleinen, also Abkreuzer, genau, Heavy Assault Missiles, haben es. Das heißt aber, bei den Kreuzern wird das so aufgeteilt, dass ich sage, ich habe eine Fernkampfbewaffnung, Heavy Missiles, die neuen Bewaffnungen, die eingeführt wird für die Kreuzer. Ich habe im kompletten Nahkampf Heavy Assault Missiles, das ist quasi eine Nahkampfvariante von Heavy Missiles.
Und die gute Mischung daraus ist, dass ich noch einen Rapid Light Missile Launcher kriege, damit die schnellere, also die kleine Bewaffnung schnell rausfeuern kann. Und ganz nebenbei bemerkt, Rapid Light Missiles sind eine Idealwaffe gegen Fregatten. Gut treffende, schnelle Raketen, die gut schnell zum Fenster rausgeworfen werden. Feuerfrei. Und jetzt kommen wir zu Schlachtschiffen. Schlachtschiffe kriegen logischerweise, wie in der Regelung, Rapid Heavy Missile Launcher. Also sie schmeißen dann die Heavy Missiles nur schneller zur Tür raus. Ist gut gegen Kreuzer, logischerweise, weil es die Kreuzerbewaffnung ist. Die Fernkampfwaffen auf den Schlachtschiffen werden dann die Cruise Missiles. Ja, diese bis zu 200 Kilometer, 300 Kilometer fliegenden Raketen. Fliegen lange, treffen unwahrscheinlich schlecht, machen aber einen ordentlichen Einschlagsschaden. Und die Nahkampfwaffe entsprechend werden Torpedos. Und so gliedert sich das hoch. Ja. Also ich kriege immer eine Nahkampfwaffe, Fernkampfwaffe und die Rapids. Die Rapids sind theoretisch so eine Mittelversion der Nahkampfwaffen zu bezeichnen, ist ein bisschen unfair. Das sind Raketen. Die XL-Version sind dann, sag ich mal, die Capital-Bewaffnung, also für Dreadnoughts in der Regel. Ja, Rapid-Torpedos und XL. Und da man dann gesagt hat, wir führen keine neuen Waffen mehr ein, heißen die einfach XSL Cruise Missiles oder XL Torpedo Launcher. Quasi Schlachtschiffbewaffnung nur größer. Und dazu die Rapid Torpedos gegen Schlachtschiffe wieder. Könnt ihr alles nachlesen? Macht euch keinen so großen Kopf. Wichtig ist nur zu wissen: Nahkampf, Fernkampf und Rapid ist die Kombination der Raketen. So kann man es am besten unterteilen. Gut. So, was tue ich jetzt, dass meine Raketen besser treffen? Das vielleicht noch drei Sätze dazu. Zurück zu unseren Schiffen. Zurück zu unserer Karakal. Karakal. Zurück zu unserer Karakal. So, ich habe eine Karakal, ich habe Heavy Missiles, ich lade die rein und sage, ey, ich würde mein Ziel gerne besser treffen. Skills klammere ich jetzt mal komplett aus. Ihr könnt natürlich einfach Waffen skillen. Ihr könnt Ballistic Controls reinbauen. Dann trefft ihr nicht besser, aber ihr macht mehr Schaden. Ups. Dann trefft ihr nicht besser, aber ihr macht mehr Schaden. Rate of Fire Bonus. Also ihr schießt schneller und macht mehr Schaden. Super Sache. Warum? Naja, wenn wenig Schaden beim Gegner ankommt, ihr mehr Raketen beschmeißt, ist okay. Und dann gibt es bei Raketen, die Dinger heißen Guidance Announcer. Ganz cooles Wort eigentlich dafür, dass ihr Guidance Enhancer am Computer habt, wobei es die Regelung gibt, Enhancer, also Erweiterungen, sind immer Low-Slot-Module. Die sorgen dafür, dass eure Raketen etwas weiter fliegen und besser treffen. Also sie explodieren schneller, sie treffen besser und sie fliegen weiter. Ja, Explosionsvelocity, also sie verbreiten sich schneller. Explosionsradius wird kleiner, das heißt, sie machen auf kleinerer Fläche Schaden, das heißt, sie treffen besser. Und Flytime natürlich, wie lange fliegen sie, also mehr Sprit in der Rakete. Gut, dasselbe gibt es nochmal als Computer, da müsste man einen Midslot ausbauen und sage, ich baue da einen Computer rein. Diese Computer geben auch wieder dieselben Bonis, aber aktiv, das heißt, alles, was man anschalten kann, gibt mehr Bonus. Ne? Explosionsvelocity, Radial. Explosionsradius, also Explosionsfläche und Flighttime. Wichtig bei Computern, ihr könnt Munition laden, Skripte. Und jetzt wird's lustig. Skripte sorgen dafür, dass er nur eine Sache macht und dafür sehr gut. Ja, zum Beispiel dieses hier sorgt dafür, dass ihr besser trefft. Precision Script, Präzisionsskript. Range Script würde dafür sorgen, dass es weiter fliegt. Und zwar dann macht der Computer noch eine Sache. Ja. Das gilt gleich für die Türme auch, für die Computer. Man kann die auf eine Sache umbauen. Zu sagen Range, das heißt, der komplette Energie des Computers fliegt nur noch in die Reichweite und nicht mehr in die drei Unterkategorien. Precision, der Reichweitenbonus wird komplett gestrichen, aber dafür trefft ihr besser. Das kann ein Enhancer natürlich nicht. Gut, eine Kleinigkeit, die ich euch in den Rigs noch darauf aufmerksam machen möchte, ist das Rigor-Rig.
Das Rigor Rig ist ein Treffer Rig, also Medium Warhead Rigor Catalyst für Kreuzer bei Medium. Sorgt dafür, dass eure Trefferfläche kleiner wird. Finde ich praktisch, gerade bei großen Schiffen, weil ihr 15% weniger Fläche habt beim Treffen. Das heißt, ihr trefft präziser, gerade große Schiffe treffen dann kleinere besser. Was gibt es noch für Möglichkeiten, das zu erweitern? Es gibt sogenannte Target Painter. Target Painter sind Module, die wie eine Waffe funktionieren. Sie machen aber nichts weiter als beim Gegner den Signaturradius größer. Also sie erhöht aktiv die gegnerische Größe. Ja, das heißt, wenn ich Target Painter draufkriege, errechnet er es netterweise nicht neu, weil es nicht mein Schiff ist. Mach so ein Shit. Mal Versuch. Target Painter heißt nichts weiter als, ich habe 120 Signatur, der Target Painter geht an und schon habe ich 53 Signatur, 153 Signatur. Das heißt, ich werde von Raketen besser getroffen. Das ist eine Möglichkeit. Und natürlich, und jetzt wird es lustig, je nachdem, was der Gegner fliegt, welche Module er anhat. Beispiel, ich habe einen Mikrowarp Drive. Wenn ich meinen Mikrowarp Drive einschalte, springt meine Signatur richtig nach oben. Das heißt, wenn ich mit Raketen beschossen werde oder gerade gegen Schlachtschiffe mit diesem Schiff kämpfen würde, würde ich meinen Mikrowarp Drive tunlichst ausmachen. Weil dann treffen mich seine Raketen nicht mehr. Ja. Schildmodule allesamt erhöhen eure Signatur. Das heißt, je mehr Schildmodule ihr fittet, Schildextender und so weiter und so fort, steigt eure Signatur an. Ja, und was man vielleicht noch nicht vergessen darf als Kampfschiff mit Raketen ist, lernt eure Munition. Ja. Fury Heavy Missiles, Tech 2 High Damage Munition, viel Schaden. Ja. Fliegt 9000 Meter die Sekunde, 100, 200. Merken wir uns. 9000, 100, 200. Jetzt rate ich Faction Munition rein. Ja. Fliegt die immer noch 9000 Meter die Sekunde, aber meine Explosionsvelocity ist über 100 und der Explosionsradius wesentlich kleiner. Ja, das ist wichtig zu wissen. Ja. Führt um Tod Faction-Munition mit bei Raketen. Ja, das ist die Ideallösung. Höhere Reichweite, ja, bessere Trefferwahrscheinlichkeit und dazu noch eine höhere Explosionsvelocity, also der Schal wird besser angebracht. Ja, also fliegt bitte kein Raketenboot ohne Faction aus dem Haus. Wenn ihr die Wahl habt, wenn ihr wählen müsst, ob ihr Faction und T2 Muni mitnimmt, ich persönlich würde Faction einladen. Natürlich macht T2 im Damage-Bereich mehr Damage, 50 DPS mehr, aber ihr müsst erstmal treffen. Und Raketen ist Treffen alles. Und der Kommentar bei Bomben böse. Jo. Das gilt für den Signaturradius. Eine Bombe funktioniert genau gleich wie eine Rakete. Der Unterschied ist aber, dass eine Bombe keine Zielerfassung hat. Sie fliegt einfach geradeaus. Wie das genau funktioniert, probiert es im Nullstack irgendwo aus, versucht auf den Container eine Bombe zu schmeißen. Im Grunde fliegt sie geradeaus in eure Flugrichtung 30 Kilometer und explodiert. Selbe Mechanik wie Raketen. Der einzige, das, und das Beste bei Bomben, wenn sie auf euch zufliegen und ihr keine Chance auf wegzukommen ist, macht eure Mikrowarp-Drives aus. Eine Bombe fliegt, boah, lass mich lügen. Was fliegt eine Bombe gerade? 12 Sekunden? 13 Sekunden? Ihr habt die Chance, wenn ihr schnell reagiert, habt ihr durchaus die Chance, dass euer Mikrowarp-Drive aus ist, wenn die Bombe ankommt. Ja. Ja. Flight-Time, 12 Sekunden, sag ich doch. Ja. 12, haha, ich habe recht. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, ein Mikrowarp-Drive läuft 10 Sekunden lang im Kreis. Also danach ist er aus. 10 Sekunden Durchlaufzeit. Das heißt, ihr könnt ihn noch ausstellen. Mit etwas Glück überlebt ihr das dann. Spezialschiff-Bomber machen wir andermal. Gut. So viel zu Raketen. Das war jetzt schon ziemlich lange dazu. Machen wir ein bisschen Turret-Tracking. Nochmal drei, vier Sätze. Jetzt beschäftigen wir uns mal mit den Türmen, also mit diesen wunderschönen Geräten hier. Alle anderen Rassen, die keine Raketen nutzen, nutzen Türme. Ja, und Türme haben Probleme. Die Probleme sind bei mir hier versteckt.
Und zwar in diesen lustigen Angaben. So, was heißt das jetzt? Ich habe mir extra einen Artikel aufgemacht, weil ich natürlich mir das immer sehr gut merken kann. Türme vorweg generell haben ein Tracking. Das heißt, Türme, wir gehen jetzt wieder von meiner Thorax hier aus, arbeiten mit einem Tracking. Ups, das war nicht der Turm, Entschuldigung. Das Tracking ist eine Zahl, die angibt, wie schnell sich ein Turm auf dem Schiff dreht. Also wie gut ist die Drehung der Waffe hinter einem Ziel hinterher. Auch die Waffe, wie die Rakete, auch die Waffen wie die Raketen versuchen immer gerade auf das Ziel zu zielen. Ist das Ziel zu schnell, kann die Waffe nicht folgen. Das heißt, die Waffe dreht sich immer hinter dem Ziel her, ihr werdet immer daneben schießen. Und das ist der große Unterschied zwischen Türmen und Raketen. Eine Rakete, wenn sie trifft, also Rakete abgefeuert ist, das Ziel ist in Reichweite, werdet ihr es treffen. Und es wird Schaden kriegen. Wie viel hängt davon ab, wie das Ziel aufgebaut ist, wie die Rakete aufgebaut ist und so weiter. Das hatten wir gerade. Wenn ein Turm daneben schießt, hat er nebengeschossen. Punkt. Es gibt die Möglichkeit, dass ein Turm dich streift, einen Streifschuss produziert. Das ist ja trotzdem nur ein Treffer. Wo? Türme arbeiten im Vergleich nicht mit einer Flight Time, sondern mit einem, wie man hier sieht, einer optimalen Reichweite von in meinem Fall 2,25 Kilometer und einem Fall-Off. Und der Fall-Off ist quasi der Bereich, in dem die Kugel noch fliegt, aber nicht mehr die volle Power hat. Das heißt, wenn ein Ziel im Optimal ist und mein Tracking passt, sagen wir mal, ich stehe neben einem Schiff und das andere steht, treffe ich es voll, Treffer. Ja. Dazu kommt bei einer Kugel immer die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch einen kritischen Treffer haben kann. Das ist dann ein Wrecking Shot im Englischen, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißen, Durchschlag vielleicht. Wichtig daran ist, dieses Optimal Range ist der Bereich, in dem ihr idealen Schaden macht. Danach nimmt der Schaden ab. Das heißt, ihr habt dann weniger Schaden, direkt nach dem Optimal Range habt ihr schon wesentlich weniger Schaden und der nimmt ab. Bis zum Ende der Fall-Off-Range. Am Ende der Fall-Off-Range habt ihr relativ kleine Trefferwahrscheinlichkeit. Außerdem ist im Fall-Off die Trefferwahrscheinlichkeit generell geringer. Das heißt, ihr könnt auch daneben schießen, wenn ihr blöd seid. Es gibt aber bei Türmen, anders als bei Raketen, die Möglichkeit, über den Fall-Off hinaus zu schießen. Das bedeutet, einen kleinen Prozentsatz, den ich von meinem Fall-Off-Range, von meiner Maximalreichweite, kann ich auch noch Schiffe treffen, wenn sie sich ideal verhalten. Sag ich mal, ich fliege geradeaus hinter einem Ziel her. Jetzt kommt hier wieder meine schöne Schiffchen zum Einsatz. Es fliegt jemand geradeaus auf mich zu. Nehmen wir das mal als einfacheres Beispiel, weil ich gerade so stehe. Ich sehe, der Vektor ändert sich, das Schiff dreht. Er fliegt gerade auf mich zu. Ideal für Türme. Ja? Jetzt hat sie einen geraden Vektor. Sieht man, wird immer gerader, gerader, gerader. Jetzt bin ich gerade. Sie fliegt gerade auf mich zu. Das heißt, wenn ich jetzt da eine Kugel reinjagen würde, würde die Kugel vorne ins Cockpit reingehen, hinten raus. Und wahrscheinlich ein Wrecking-Shot sein. Ich würde sie aber treffen, obwohl sie außerhalb meiner Reichweite ist. Ja? 5000 Meter, ich schieße. Ja. Und treffe trotzdem. Schon der erste hat getroffen, der zweite auch noch. Hören wir mal hier hinterher. Ja. Und ich kriege dann auf meinen Schützen hier. Die Info hat getroffen, hat durchschlagen und so verändert sich der Schaden ein bisschen. Je nachdem. Ups. So. Wieder Schild voll. Sie fliegt weg. Selbes System wie bei den Waffen vorher. Ich will sie vielleicht nicht töten, danke. Ich treffe im Fall-Off treffe ich noch hinterher. Wunderbar. Aber jetzt ist sie außer Reichweite. Jetzt habe ich eine recht geringe Trefferwahrscheinlichkeit noch und damit ist sie ganz weg. Auch Kugeln fliegen. Nicht lange, aber sie fliegen. Gut. Was ist nun Tracking generell, beziehungsweise was bringt mir dieses Knowledge? Tracking, Waffen. Setzt sich ein bisschen zusammen aus euren Skills, aus dem Schiffsfitting und der Frage, wie schnell dreht sich ein Turm? Je höher die Zahl, je besser ist es. Generell ist es auch bei Türmen, wie bei Raketen, so, dass euer Ziel
sehr viel dazu ausmacht, also wie der gegnerische Pilot fliegt. Ja. Habe ich ein Ziel, was sich in meinem Optimal-Bereich bewegt, treffe ich es voll, kann gut Schaden machen. Habe ich ein Ziel, was sich außerhalb meiner Reichweite bewegt, wie jetzt zum Beispiel diese Kondor, kann ich nichts machen. 4000 Meter schieße ich weit, keine Chance. Auch hier hängt es von der Munition ab. Auch hier kann man sagen, ich nehme die Null-Munition und schieße plötzlich weiter und habe dafür immer noch ein okay Tracking. Ich habe keine Factual-Munition dabei. Woran hängt das? Das hängt bei Turrets ganz stark an diesen schönen Velocities. Ja. Und da kommt jetzt das Problem ins Spiel. Wie bewegen sich Schiffe? Ich habe eine Angular Velocity und eine Transversal Velocity. Die Transversal Velocity gibt sozusagen an, wie sich das an mein Schiff im Vergleich zum anderen Schiff bewegt. Das bedeutet, die Transversal Velocity, wenn ich in dieselbe Richtung fliege wie die Condor, ja, oder sage ich mal, auf die Condor zu, ist vielleicht einfacher gesagt, ne? Dann sehe ich, das Radial Velocity, ich bin Depp. Quatsch mit Soße. Ich habe eine Radial Velocity, die gibt mir an, wie ich mich im Verhältnis zum anderen Schiff bewege. Das ist vielleicht interessant. Das heißt, Minus bedeutet, ich bewege mich auf das Ziel zu. Und Plus bedeutet, ich bewege mich von dem Ziel weg. Das heißt, ich bewege mich jetzt mit dem Mikro-Warp-Drive auf die Condor zu und die Distanz nimmt ab. Jetzt dreht die Condor bei und entfernt sich von mir. Aber ich hole jetzt mit 900 Meter die Sekunde auf, mit 1000 Meter die Sekunde auf. Das heißt, ich habe jede Sekunde kleiner Abstand. Das gibt die Radial Velocity an. So, die Angular Velocity dahingegen gibt die Winkelgeschwindigkeit an. Das bedeutet, wie schnell so dreht sich das Schiff um mich rum? Jetzt kommt es ein bisschen schwierig. Wir reden jetzt von Winkelgeschwindigkeiten. Das heißt, ich denke mir einen Kreis um mich herum. Lustig, dass wir hier einen haben. Wir nehmen den mal symbolisch. Und die Winkelgeschwindigkeit gibt an, wie viel Grad sich diese Linie dreht. Das ist meine Nulllinie. Drehen wir die mal nach oben. So. Wie bei einer Uhr dreht sie das hier. Und ich habe einen Winkel von 360 Grad. Ganz normal. Die Angular Velocity gibt an, wie viele Radien, also wie viele Grad pro Sekunde macht das Schiff um mich rum. Ja, das bedeutet, momentan macht sie, 0,03 Runden. Rounds per Second. Wie viele Runden schafft sie, beziehungsweise wie schnell bewegt sie das Schiff um mich herum. Die Zahl wird größer, wenn das Schiff mehr Gas gibt. Jetzt braucht das Schiff 0,15, das heißt, es braucht nicht mehr ganz 10 Sekunden um mich herum. Bei 1, Angular Velocity 1, würde das Schiff in einer Sekunde einmal um mich herum fliegen. Ja, das ist die Winkelgeschwindigkeit. Es gibt dazu den kleinen Bruder, der heißt Transversal. Tolles Wort. Machen wir mal an. Transversal Velocity gibt nämlich an, wie viel Meter die Sekunde legt das Schiff auf den Winkel zurück, wenn es fliegt. Das heißt, das Schiff, meine Condor fliegt gerade mit 3150 Meter die Sekunde um mich herum, ich stehe. Und das Schiff dadurch quasi bewegt sich auch 3150 Meter um mich herum in dieser Kreisbewegung. Das kann ich ändern. Wenn ich zum Beispiel sage, ich fliege in Richtung der Condor, Mikro-Warp-Drive an, ja, nimmt die Winkelgeschwindigkeit plötzlich ab, weil wir parallel fliegen, fliegt sie nicht mehr um mich rum. Nein, die Kurve hier kriegen. Ja. Jetzt dreht die Condor ab und will von mir wegfliegen. Dadurch sinkt die Transversalgeschwindigkeit und die Winkelrunden. Ja. Transversal ist quasi die Geschwindigkeit, die die Schiffe aneinander vorbeifliegen, könnte man auch sagen. Ja, wenn ich jetzt sage, ich mache den Mikro-Warp-Drive aus bei der Condor, wird das dazu führen, dass plötzlich den Transversal ich selber generiere durch meinen komischen Flug an ihr vorbei.
Ja, der Transversal ist jetzt meine Maximalgeschwindigkeit gewesen. Und jetzt kann ich auf sie zufliegen und kriege die Transversalgeschwindigkeit damit sehr weit runter. Vereinfacht. Die genaue Formel, wie gesagt, EveUniWiki. Ich empfehle gerne diesen Beitrag für alle, die im Chat sind. Im Grunde ist es so, wenn ihr mit Türmen schießt, wollt ihr die Transversalgeschwindigkeit klein kriegen. Die Transversalgeschwindigkeit könnt ihr euch auf zwei Dingen angucken. Ja? Die eine Möglichkeit ist zu sagen, ich gucke sie mir in den Tabellen an und sehe Transversal gleich 0. Okay, meine Türme treffen sicher. Je höher die Transversalgeschwindigkeit ist, weil ich zum Beispiel abdrehe, je schlechter treffe ich. Die genaue Formel im Turret Tracking guckt es euch an, wenn ihr es euch interessiert. Vereinfacht gesagt, je größer das Schiff, je kleiner muss transversal sein, dass es trifft. Ja. Und das ist die große gefährliche Sache bei Türmen. Was ist die große gefährliche Sache? Ihr könnt euer eigenes Tracking zerstören. Ihr könnt dafür sorgen, dass eure eigenen Waffen nicht treffen. Wenn ich sage, ich gehe hier zu dieser Condor, gib Vollgas, ja, und gehe jetzt hier in den Speed Orbit um die Condor. Jetzt treffe ich gut, weil ich gerade noch relativ gerade auf sie zufliege. Gleich haue ich an ihr vorbei, dann steigt die Zahl unwahrscheinlich an. Ja. Verhauen. Jetzt drehe ich wieder eine Kurve, jetzt treffe ich wieder, weil ich gerade selber bremse. Aber ich versaue mein eigenes Tracking. Warum mache ich das? Wann will ich orbiten? Das sind alles Fragen, die man sich stellen muss. Weil ich hätte mir wesentlich leichter, wenn ich Mikrooptreff ausstelle und sage, ich kuschel mit der Condor direkt. Ja. Mikrooptreff geht aus, mein Schiff geht auf Keep at Range 1000. Auf Reichweite halten, Schiff dreht bei und plötzlich. Genau. Und plötzlich habe ich eine gute Transversal. Ja, das Schiff fliegt jetzt nur noch vor und zurück und versucht den Punkt zu finden. Das heißt, auch wenn die Kondor von mir abhauen würde, würde mein Schiff sich hinter ihr positionieren. Das heißt, ich treffe richtig gut. Winkelgeschwindigkeit, ich persönlich lese die Winkelgeschwindigkeit nicht richtig aus, sondern ich gucke mir im All in der taktischen Übersicht ganz gerne diese Vektor-Dinger an. Und ich habe mittlerweile ein sehr gutes Gefühl dafür entwickelt, was trifft und was nicht. Ich irre mich hin und wieder mal, aber damit kann ich leben. Transversal. Wenn ihr was wissen wollt, nehmt die Geschwindigkeit oder nehmt die Winkelgeschwindigkeit. Wie ihr das macht, ist mir Lachs. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man mit Türmen viel arbeitet, gerade mit großen Türmen, sich das genauer anzugucken. Letzter Punkt, der vielleicht noch interessant ist bei Waffenmechaniken generell, ist, wie kriege ich das jetzt wieder hochgerüstet? Weil das ist ja vielleicht das Interessante. Ja, wir haben es jetzt unterhalten über Reichweiten, über Optimal Falloff. Kritische Treffer, leichte Treffer. Also wenn nicht das Tracking ganz knapp dran ist, dann kann ich einen Streifschuss haben. Wenn ich das Ziel ein gutes Tracking habe, kann ich einen Volltreffer haben. Wenn ich im Optimal bin, mache ich 100% Schaden. Wenn ich im Vorlauf bin, so 50% sinkend. Und die Trefferwahrscheinlichkeit sinkt auch. Das heißt, im Vorlauf kann ich auch bei optimaler Flugart daneben schießen. Und jetzt kommen wir dazu, zu sagen, wie kann ich das korrigieren? Die einfachste Korrektur bei Turret Tracking: Scramweb. Kontrolliert euren Gegner. Ja, ich habe das Schiff ist gescrambled, gewebt, das kann keinen Speed mehr aufbauen, die Condor kann tun, was sie will. Ja, wirkt auch bei Raketen, ein Ziel zu bremsen, aber ist natürlich bei Turrets dreimal wirksamer. Ja, auch wenn ich jetzt der Condor sage, hier geh mal auf deinen alten Orbit, sie hat keine Chance. Sie kommt nicht weg. Ja. Das ist der einfachste Weg, Tracking zu korrigieren. Keep at Range, Scram Web. Das Problem ist aber das, und das müsst ihr immer bedenken, euer Gegner hat denselben Vorteil. Ja, ihr fliegt jetzt geradeaus auf ihn zu, ihr könnt den Vollgas beschießen. Aber wenn das hier keine Fregatte ist, sondern ein Battleship, dann trifft euch das auch voll.
Das heißt, es ist vielleicht zu überlegen, gegen wen kämpfe ich? Bin ich der Stärkere und möchte großen Schaden machen und brauche aber das Tracking, weil ich das größere Schiff habe. Das heißt, ich tracke schlechter und muss dann dafür sorgen, dass das Ziel vor mir fliegt oder hinter mir, geradeaus zumindest. Oder bin ich das schwächere Schiff, möchte ich vielleicht, dass der andere mich nicht trifft und ich gehe in Orbit, weil meine Waffen besser tracken. Das kann man ausnutzen. Das kann man sehr gut ausnutzen sogar. Aber all das bringt euch nicht viel, wenn ihr nicht in Waffenreichweite kommt. Und das ist die große Krux für mich mit Galente. Herzlich willkommen in den schlechtesten Reichweitenwaffen der Welt. Von EVE Online. Galente-Waffen sind einfach grottig. Sie machen wahnsinnig viel Schaden auf dem Papier. Ja, diese Thorax macht auf dem Papier 500 DPS. Das liegt an den Drohnen. Uppala. Warte mal. Wir nehmen die Drohnen mal raus. Simulieren. Drohnen raus. So, diese Thorax macht theoretisch 335 DPS auf den Waffen. Das ist okay, wenn ein Schiff fast die Hälfte des Schadens von Drohnen macht. Ja. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel eine Hecate, den T3-Zerstörer der Galente. Quatsch mit Soße. Die Katalyst, T1-Zerstörer, noch besseres Beispiel, einfacher. Real Max DPS. Das maximale Schaden, den du aus einer Katalyst rauskriegst, sind mit Overheat 947 DPS plus ein bisschen bessere Skills. Also sagen wir mal knapp über 1000 DPS könnt ihr da rauskriegen. Der Katalyst. Wahnsinnig, toll, super. Sofern ihr an ein Ziel 2000 Meter rankommt. Und sind wir ganz ehrlich, jemand, der mehr Waffenreichweite hat, wird nicht auf 2000 Meter an euch rankommen. Das ist Quatsch. Das passiert nicht. Ja. Um den Schaden von 1000 Schaden anzubringen, müsst ihr in die Waffenreichweite kommen. Viel Spaß dabei. Vermutlich seid ihr bis dahin tot, wenn ihr rankommt. Weil, und das sind wir wieder bei der Problematik, ich muss schnellstmöglich in Waffenreichweite, um Schaden zu machen. Und wenn ich mit einem Nahkampfschiff in Nahkampf gehe, gehe ich geradeaus auf ihn zu. Beziehungsweise in einem leichten Winkel. Und jetzt bin ich natürlich ein Fuchs und sage, gut, ich bin der Gegner. Ich fliege, der fliegt jetzt gerade auf mich zu. Ich habe mein das Ding hier aus. Ja. Und die Condor sagt, ja, nö, wenn ich nicht wegkomme, dann gehe ich halt hier in den Orbit. Ja. Das heißt, die Condor versaut mir mein Tracking, weil sie in Orbit einschlägt und mein Schiff versucht, hinterher zu kommen. Das heißt, ich habe mein Schiff, was versucht, irgendwie dahin zu kommen. Ich habe die Condor, die versucht, ja. Vermutlich treffe ich sie doch. Nö. Ich treffe mit Nahkampfwaffen diese blöde Condor nicht mehr. Und die hat nicht mal Mikrowop-Treffer. Ja. Ich kann tun, was ich möchte. Ich treffe dieses Drecksding nicht mehr. Das Einzige, was ich tun kann, ist zu sagen, gut, ich versuche das jetzt hier mit Keep at Range weit wegzukommen, ja, dass ich mein Tracking hinkriege. Ich versuche auf Reichweite zu gehen. Ja, das schaffe ich schon mal nicht, weil ich nicht wegkomme von ihr. Dann mache ich mein Mikrowop-Treffer an. Ein Cycle und hoffe, dass er angeht. Damit drehe ich mein Tracking richtig hin, treffe sie ein bisschen, aber hau mich auch selber aus der Reichweite, wenn es dumm läuft. Und jetzt kommt der Condor wieder auf mich zu. So kann man mit Tracking sehr viel arbeiten, ja? So, jetzt ist sie aus der Reichweite. Mist, jetzt muss ich ja wieder in Reichweite. Verdammter Mist, jetzt muss ich wieder hin. Ja? Es kommt wieder an den Punkt, dass ich sage, ja, ich versuche wieder auch mit Keyword Range, aber das geht wieder nicht. Und dann versuche ich das per Hand vielleicht ein bisschen zu korrigieren. Ja, Double Click im Space, versuche ich hier irgendwie das zu machen oder ich versuche mein Schiff gegen die... Am Ende des Tages kennt ein bisschen euer Schiff. Ja, und gerade wenn ihr Kleinzeug um euch rum habt, gibt es eine Allround-Lösung. Drohnen. So, und jetzt kommt der letzte kleine Punkt für den heutigen Tag. Die Module und die Drohnen. Module sind dieselben wie bei den Raketen auch. Es gibt Tracking Enhancer und Tracking Computer. Tracking Enhancer, Erweiterer, machen dasselbe wie bei den Raketen auch. Sie erhöhen eure Reichweite und sie erhöhen euren Drehspeed der Waffen. Ja. Tracking Computer machen das gleiche, nur besser.
Und auch Tracking Computer. Remote, nix, Remote. Tracking Computer haben wieder Skripte auf Reichweite und auf Tracking Speed. Also wieder mehr Reichweite komplett oder besseres Treffen. Und das bringt was. Ja, wir gehen davon aus, ich habe hier in dieser Thorax einen Basiswert von 59 Tracking. Sagen wir mal 60. Ich mache den Computer an und habe plötzlich mehr Reichweite und besseres Tracking. Ich mache ein Tracking-Speed-Skript rein und habe dann plötzlich einen 77er, also 18 mehr Tracking. Ja, da kann man jetzt sich die Mathematik bemühen und sagen, gut, das ist ja ungefähr 20% mehr. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Das gilt. Und das Schlimmste an dem ganzen Spiel, finde ich persönlich, und das Nervigste ist, wenn man sich bewusst wird, dass diese dummen Drohnen Optimal Range und Tracking haben. Eine Drohne ist nichts weiter als ein Raumschiff mit Turrets. Diese Dinger haben Tracking. Die haben eine Reichweite. Und Drohnen sind wie Schiffe. Es gibt auch für die Drohnen dasselbe Spiel nochmal. Ja, die Dinge heißen dann nicht mehr Tracking, sondern Omnidirectional Tracking. Ganz tolles Wort. Aber auch für diese gibt es einen Tracking-Link, der euch mit dem Drohnen verbindet und ihr Fall-Off-Tracking verbessert. Und es gibt auch für Drohnen einen Tracking-Computer mit denselben Funktionen. Achso. Ja genau, scheiße, der Computer heißt Link. Natürlich, klar. Der Computer heißt Link, in dem Fall, halt falsch rum. Das heißt, auch hier gilt dasselbe wie für euer eigenes Schiff. So, jetzt steht er da und denkt euch, ja, coole Idee, ich schmeiß mit einer Condor, nach einer Condor Drohnen, schwere Drohnen, weil die machen schön viel Schaden. Nö, ihr trefft sie nicht mehr. Und der letzte Ratschlag, den ich noch so habe für heute, in den ganzen Tracking-Geschichten und Dingern ist, übt mit NPCs. Schnappt euch NPCs her, guckt euer Schiff an, wie ihr mit dem Schaden ankommt. Übt mit euren eigenen Zielen. Und vor allem, und das ist vielleicht eine der wichtigsten Geschichten, wenn ihr ein Drohnenbenutzer seid, seid euch bewusst, auch Drohnen haben Geschwindigkeit, Tracking und solche Geschichten. Das ist das Grobe. Wer die genaue Mathematik haben will, ich empfehle eFuniWiki in Englisch. Ein wunderbares Portfolio mit ein bisschen Grafiken, das euch zeigt, wo welches Tracking ist. Ich werde es hier im Chat habe ich es mal verlinkt. Ich werde es unter dem Video auch nochmal verlinken. Und es schadet euch nie, gerade gegen kleine Schiffe, leichte Drohnen zu nehmen, weil Drohnen lösen meistens Probleme. Besser als euer eigenes Tracking, wenn ihr schwere Waffen habt. Ja, weil Drohnen in der Regel treffen. Ja, Medium-Drohnen treffen sehr gut, ist aber noch langsam. Ihr seht auch hier, das Tracking ist nicht so ideal, ne? Jetzt haben sie einen guten Schuss gehabt. Auch Drohnen-Tracking ist nicht ideal. Nehmt leichte Drohnen mit, ihr habt es leichter. Gut. Gut. Das war so mein kleiner Abriss. Es ist nicht vollständig, es ist nicht alles, aber es ist ein Versuch, es ein bisschen darzustellen. Was mir wichtig ist, vielleicht am Ende für alle, die hier zuschauen, wenn ihr Schiffe fliegt und ihr vielleicht nicht gerade einen FC habt, der euch sagt, was ihr tut, seid euch ein bisschen bewusst, was der Gedanke mit dem Schiff ist. Das sage ich immer wieder, auch in meinen Fitting-Teilen.